Dieses Mal begeben wir uns in der Serie Das ist mein Wirtshaus in die Brucker Innenstadt. Und es ist auch kein Wirtshaus, sondern eine Kaffeekonditorei. Also etwas für jene, die ab und zu auch das Süße bevorzugen. Und als solches ist das Café Schloffer in der Mittergasse sehr beliebt und viel besucht. In puncto Mehlspeisen haben wir uns vor einigen Jahren Folgendes überlegt. Nach wirklich alten Traditionen, ohne künstlichen Geschmacksstoffen, ohne künstlichen Haltbarmitteln und wie auch vieles mehr, im Prinzip 30 Sorten Mehlspeise zu machen. Schon zur frühen Stunde wird in der Backstube mit den Vorbereitungen begonnen. Denn um den Tagesbedarf an Mehlspeisen vorrätig zu haben, bedarf es viel Zeitaufwand, um die Vielzahl verschiedenster Köstlichkeiten herzustellen. Oft auch mit viel Mühe. Und das fast täglich, denn bei Schloffer wird auf Frische und Qualität besonders Wert gelegt. Und so präsentieren sich die Unwiderstehlichen in der Vitrine, um von den Kunden vernascht zu werden. Am vergangenen Mittwoch war allerdings alles anders, denn ab 19 Uhr verwandelte sich das Café Schloffer in ein Tanzlokal. Hakuna Matata sorgten für den musikalischen Cocktail. Zu unserem normalen Tagescafé, wo wir natürlich Kuchen, Mehlspeis, Kaffee und vieles mehr bieten, haben wir vor, jeden ersten Mittwoch im Monat Live-Musik zu bieten. Und wie finden das die Gäste? Oh, ich bin super, super mit so tollen Tänzer. Ganz, ganz toll. Jetzt sind wir zum Tanzen da. Ganz super. Also ich muss sagen, gelungene Vorstellung. Müsste öfters im Druck sein, gell? Genau, das ist richtig so. Ja? Ich bin sehr zufrieden, dass es Lokal gibt. Ich bin auch Stammgast in diesem Lokal. Ich werde es auch bleiben. Wir haben vor 4 Jahren circa im Prinzip unser Kaffeehaus umgebaut, in einem ganz einem neuen Stil. Wir wollten eigentlich einen Großstadtcharakter in die Provinz bringen. Das ist uns auch gelungen. Seit diesem Umbau haben wir natürlich auch eine Vielzahl von verschiedenen Zielgruppen, die wir auch hier bedienen. Das heißt, vom Jung bis Alt ist bei uns alles vertreten. Und wir bemühen uns natürlich durch unser tolles Service, das so gut wie möglich auch im Prinzip zu handeln. Und somit wird man in Zukunft jeden ersten Mittwoch im Monat Live-Musik in der Café-Konditorei Schloffer in der Mittergasse in Bruck zu hören bekommen.